Ja, die sind also wie leergeräumt, ne? Eben halt Panik, wir müssen die Bücher alle in Sicherheit bringen, weg sind sie. Ja. Was ich aber auch wieder cool finde, da ne? Also. Es hat irgendwas, ja? Wow, ich habe einen muffigen Rucksack gefunden und darin ein Knochenmesser. Hey! Ernsthaft? Ein Knochenmesser. Naja, Horde kann kommen, ne? Passt auf, Horde, ich habe ein Knochenmesser. Okay, das ist, glaube ich, ein Dead End hier. Also, mir schlottern die Knie. Hier geht's wieder nach oben. Das wäre das Einzige, ich gucke eben vielleicht nochmal oben. Ich habe noch drei Baupläne. Komm mal zurück, bitte. Ja. Leg sie hier in den Rucksack. Und schaust, Also. ob du sie schon kannst. In der 19er kannst du ja Fässer endlich looten, ne? Genau. Liegt da das Knochenmesser? Da liegt ein Ja. Knochenmesser. Ja. Nee, kann ich alle noch nicht. Das Dirty Harry Buch, ich find's so cool. Okay. Alles gut. Runtergeflogen. Da ist aber auch nichts mehr. Ne, da geht es nicht links, nicht rechts. Okay, dann müssten wir eigentlich den Weg jetzt wieder zurück, weil er dann vielleicht auch nochmal eben das Treppenhaus nach oben benutzen. Dass wir gucken können. Ich bin schon unten, also. Ja, stimmt, ich hätte ja eigentlich hinterher springen können. Da ist noch ein Sachelding. Ja, da habe ich Also. eben die Tür aufgemacht. Wir können gucken, ob wir da hochkommen. Da ist noch ein Rucksack. In der Ecke. Nee, in der Handtasche. Mit Fond und ja, Supi. Ich habe keinen Platz mehr. Was schmeiße ich denn weg, Mensch? Den Front kannst du essen. Zur Not. Ja, benutze ich die Sachen mal eben. Weißt, wir haben schon so viel daraus herumliegen. Okay, irgendwie ist das. Ah, jetzt ist es weg. Das war eben so ein Grafikfehler drin. Den konnte ich wegräumen mit der Axt. Okay. Ich glaube, von da kamen die ursprünglich her. Also da, wo du jetzt bist, die Treppen rauf. Ich schaue jetzt nur noch einen Stockwerk höher. Ja, da ist man wieder auf der anderen Seite, also Ah, okay. oben. Also Also im Grunde ist genommen nicht mehr ist da so nichts spannend. mehr. Das heißt, wir Nein. können raus. Aber Genau. mega cool gemacht. Von oben bis unten, Absolut. muss ich echt sagen. Also Und sehr, ich sehr bin mir gut. sicher, wir haben irgendwas übersehen. Ganz sicher. Irgendwas Gefährlichstes haben wir übersehen. Wahrscheinlich irgendein Geheimfach oder sonst irgendetwas. Ja, ganz sicher. Aber Aber sehr cool gemacht. ja, allein das finde ich schon klasse, wenn du nicht weißt, was dich erwartet, wenn du dann was Neues hast und keine Ahnung was. Na? Und mit den ganzen, mit der Gruft da unten. Der Friedhof ist bestimmt auch interessant. Ja, können wir rüberschauen. Muss mal eben gucken, ob ich noch irgendwas ins Auto kriegen kann. Ich sagte, ich habe on the fly zerlegt. Ich schaue jetzt auch nochmal, was ich ins Auto Oh, kriege. kalt. Okay, mal eben.
kann ja nicht mehr viel zerlegen. Aber zum Gucken reicht's erstmal. Gibt's da einen Eingang? Von mir her. Aber die Zombies sind jetzt gerade. Wow! Ah, 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 ah. Entschuldigung. Ja, die war sein Spaß. Ist ja rar, dann gibt's dann nur noch nachher das rote Stirnband. Und dann in jeder Hand und dann ja, wollen wir tauschen? Ich habe eine Donnerbüchse gefunden. Und Schrot. Ich höre gar nichts von dir. Wie kommt das? Was? Was? Autoschwierigkeiten mit dem Mikro. Ah, ja, ja, okay. So. Ja, ja, verstehe ich. Verstehe ich total. Naja, wir haben ja noch eine M60. Also von daher bin ich nicht ganz so traurig. Keine Geier hier auf dem Friedhof? Steinpfeile. Okay, das war's. Dann geht's nur noch hier rein. Was ist denn das für ein Mausoleum, ja? Genau. Eisenpicks-Dinger, aber vielleicht von der Latten. Ach komm, die hauen wir auch eben. Nein, ich hau direkt auf. Andere Seite. Hä? Hallo? Jetzt suchen Sie sich einen anderen Weg? Wollt ihr mich verhohne piepen? Hallo? Leute. Kinder? Juhu. Hallo. Okay, der ist weg. Den komme ich jetzt noch nicht ran. Ist weg. Aber irgendwas rennt noch hier verrichten weiter. Ja. Oh, wie hängt der denn da am Fenster? Ja. Ein bisschen ungeschickt. Es ist draußen. Was klopft denn hier? Ich glaube, es ist ein Schneezombie so draußen gegen die Tür. Ach da, Emma. Richtig draußen. Oh, ich bin so langsam, wenn man überladen ist. Das ist fürchterlich, ist so frustrierend. Bist denn du? Irgendwas rennt da auf jeden Fall. Ja. Yay, hier sind so schöne Sachen. Hier sind wirklich immer gute Sachen drin, aber ich kann nichts mitnehmen. Ich lasse mal lieber die Sachen jetzt. Kommt schon. Da, wo sie sind. Ich hab's schon mitgenommen. Mhm. Das kann ich auch nicht mitnehmen, willst du mich ohne piepeln? Okay. Wow, das leere Glas kann ich mitnehmen. Naja, immerhin. Ob hier noch irgendwas drin ist. Die Gläser scrape ich alle. Okay, das ist. Ich kann es in der Schmiede dann eh wieder zu einem Glas machen. Ja, okay. Also unterwegs machen die nur das Inventar voll. Also Gläser, leere Gläser mit Wasser und mit dreckigem Wasser. Zerlege ich zu Glasscherben hier in den Schmiede auf. Dass wir einfach viel zu viel Inventarplatz wegnehmen. Okay, den Koffer kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Ja, das stimmt eigentlich.
Also lässt das Glas fallen. Momentan. Ja, das ist aber nicht viel. Ich habe bloß keinen Platz mehr. Das waren jetzt, glaube ich, nur 9 Glas oder sowas. Aber mehr geht wirklich nicht mehr. Also jetzt... bin ich komplett voll. Das. Ja, das ist alles nicht mehr stackbar, ne? Aber das kann ich scrappen. Den Rest habe ich schon. Jo. Ja. Du stapelst schon wieder Säckchen. Ja, das ist Kohle, Holz, ja, und 3 Kunststoff. Wie gesagt, das ist im Grunde genommen jetzt auch alles eher irrelevant. Das Einzige noch, die Frage ist, ob wir das noch mit der Horde dann heute noch schaffen, ne? Ja, ich habe auch gerade auf die Uhr geschaut, ja. Weil das ist ja noch dein ganzer Ingame-Tag hin. Bist du drin? Du bist drin, ne? Ja, gut, okay. Bin da. Sonst können wir die Horde das nächste Mal noch machen. Mal halt jetzt dann irgendwann mal Schluss machen. Dann machen wir halt die Horde noch und dann, keine Ahnung, wechseln wir auf Generation Zero oder so. Ja. Also von mir was aus. Was Entspanntes dann. Gerne, was Entspanntes. Genau. Ich glaube halt einfach nicht, dass ich den Nerv habe, danach irgendwelche Rätsel zu lösen. Ja, ja. Können wir ja sehen. Vielleicht gucken wir einfach nur rein oder sowas und dann können wir immer das nächste Mal dann sowas machen, ne? Also von daher, oh, Auto. Hab ich Licht an? Jetzt habe ich Licht an. Oh Gott, wo ist denn die Straße? Ich sehe nichts. Dann lächel ich dir so. Ja. Ich hätte bitte irgendwie was Schöneres. Irgendwas Imposantes. Irgendwas, was sagt Vector. Genau. Vector. Schön ist immer dieses eintönige, wo man echt sagen würde, schalt doch mal einen Gang hoch oder sowas. Aber es geht. Ich sag jetzt nichts. Ja, du hast. Nein! Hey, ich will dich alleine leiden hier, ne? Also. Kein Platz mehr. Autos voll. Bis zum Rand. Bis zum Rand, wirklich, mehr geht nicht. Das ist der Hammer. Ah, Auto. Wassermarsch, ich kann gerade nicht.
Ich fahre gerade mit der linken Hand. Ich kann gerade nicht. Und ich habe auch keinen Trick mehr. Ich hab eine Cola hier stehen, aber die müsste ich mir erst aufmachen. Das kann ich mit einer Hand nicht. Moment, das muss ich schuldig bleiben. Augenblick. Ich muss erstmal nach Hause fahren hier. Ist auch ganz schlecht, weil langsam muss das Wasser auch mal wieder raus. Ja. Oh Gott. Mach ich gleich. Oh Gott, diese Straße. Das ist so schrecklich. Oi, 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 oi. Rumpel die Pumpe. Ja, hallo. Die Stoßdämpfer sind im vollen hinüber, als wir durch sind. Auch noch Mosern. Huch, was? Nein, was? Nicht Mosern. Ich Mosern nicht. Trinken ist gut, aber ich, wie gesagt, ist langsam hibbel ich hier mit den Beinen schon immer rum. Und ja. Und ich kann gerade nicht. Ich kann uns ja, ich lasse uns jetzt hier nicht stehen, wenn wir draußen sind. Ich mache das gleich, wenn wir zu Hause sind. Ist ja nicht mehr weit. Ja, eben. Wir sind ja gleich da. Ich hole das gleich nach. Über die eine Brücke und so. Genau. An den Holzpiksdingern noch vorbei, die ich da gestellt habe. Ganz am Anfang. Hui. Welcome to Deersville! Hallo! Unsere hübsche kleine Nachbarschaft. Vielleicht fangen ja. Sie alle an zu singen und stehen wieder auf. Juhu. Und jetzt das Musical. 7 Days to Die. Yay, geschafft. Juhu. Juhu. So, warte. Ach, brauche ich gar nicht, ne? Irgendwas gucken, ob es steckt. Haltung annehmen auch noch. Zweimal trinken, was? Haltung angenommen habe ich. Moment, trinken tue ich auch gleich. Auf euch, Prost. Dann warte ich noch mal im Augenblick, dann trinke ich gleich noch mal. Alles gut. Ach, ein bisschen hat doch noch gesteckt, okay. Ich entmühe mich nur mal geschwind. Ja. Reicht die Kiste überhaupt aus dafür? Weiß ich nicht. Wie gesagt, in einigen Sachen habe ich jetzt die Mods reingemacht. Müssen wir uns wieder rauspulen. Mhm. Halt, das gehört zum Winterset. Ich gebe halt die M60 wieder in die Kiste. Die Waffenkiste. Schweren Herzens. Ja, die kriegst du wieder. Das ist kein Ding. Wir werden unseren Spaß noch haben. Wir haben 62, glaube ich. Wir haben, glaube ich, sogar 3 inzwischen. Okay, ja. Also von daher ist das kein Ding. Wo willst du denn hin? Ich hab's Licht ausgeschaltet. Ach so. Ja, ist voll. Ich habe jetzt eben schon ein paar Baupläne rausgenommen, die wir schon alle kennen. Mhm. Und die Medikamente, dass die mal eben schon mal wegsortiert sind. Okay. So, wie sie das Auto noch leer kriegen. Es sind nur 2 Sachen drin oder so. Ah ja, der Rest ist Benzin. Oh, supi. Ernten. Mhm. Den Rest sortiere ich nochmal eben weg, den ich hier im Inventar habe.
9, 31, 8. Witzig ist, wenn man das, also bis auf die Magnum-Munition, die man ja so anscheinend so gut wie gar nicht findet, von der Munition her überhaupt keinen Verlust gemacht, trotz des Schießens, ne? Stimmt, ja. Also das ist tatsächlich mal wieder was Positives, wenn man dann looten geht. So, das Winterset kann hier wieder rein. Halt! Ich hab noch die Schaufel. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Und das. Nee, warte mal, welche waren jetzt meine? Nehmen wir mal gleich die Kleidung mit. Und schmeiß sie drüben in die Kiste. Ja. Aber die ist auch schon voll, okay. Ich schmeiß die Kleidung jetzt einfach in die obere Kiste, weil die untere ist voll. Mhm. Aber ich glaube fast, mit dem Smoothie können wir uns das Kälteset ja echt sparen. Ja, total. War auch praktisch überflüssig, das mitzunehmen. Ich bin vorbei, ich komme nicht vorbei. Dankeschön. Schön. Zack, zack, zack. Das, das, das. Das, das. So, gleich ein bisschen wegsortiert. Dann ein ganzes Inventar mit Kleidung. Ja. Ziemlich viel für den Händler wieder und keine Ahnung was. Das waren die Mods. Das sind die Teile, da sind die Mods. Ich möchte nur schauen, wie viel Messing wir haben. Ja. Dann will ich noch 762 anschmeißen. Mhm. Weil die braucht ja relativ viel. Wenn wir dann wirklich Rambo spielen wollen. 713 Messing ist hier noch in der Kiste, was wir mitgebracht haben. Ich packe das mal eben in die Schmelzkiste rein. Mhm. Kannst du auch in die Schmiede direkt packen. Oder direkt in die Schmiede, ja. In welche soll das rein? In die Hauptschmiede, ne? Ja, ja, da. Die okay. Neben der Tür. Zack. Okay. Das
ist dann noch zum Einschmelzen. Kohle, Federn, Wasser. Knochen? Nein, Knochen waren nicht da. Wir waren hier drin. Ja. Knochen. Federn. Oh, passt nichts mehr rein. Ich leg auch gerade in der Waffenkiste, weil. Da passt auch nichts mehr rein. Ich hab zu viel Waffen. Okay, und die Stahlgerüstblöcke, die packe ich in die Baukiste rein. Mhm. Ja. Okay, soweit. Bis auf die Waffen, die jetzt noch in der anderen Kiste drin sind, aber da passt in unsere Waffenkiste passt auch nichts mehr rein. Oh, was? Hast du mir zugehört für die letzten 2 Minuten? Hattest du es gesagt? Dass die Waffenkiste voll ist? Die Klamottenkiste war voll, hast du gesagt. Eine Kiste voll mit Klamotten haben wir. Auch leer. Und das war's. Jo, jetzt haben wir 3 M60. Mhm. Wir haben sowieso ziemlich viel 7,62er dafür. Ja, das ist, ich denke mal, das wird schon... Ach man, jetzt bin ich gerade wieder runtergerutscht. Ach, das ist nur nachgerutscht. Ach, das sah nur eben so aus. Okay, ich wollte gerade sagen, da hat schon wieder jemand Haltung annehmen. Aber nein, das ist nur nachgerutscht. Okay. Ja. Dann würde ich sagen... Wenn du dann so weit bist. Ich stell mich auf die Topfpflanze. Niemand sieht mich. Oh. Ich muss Licht ausmachen. Ich bin fast unsichtbar. Mal praktisch mit dem Kopf schütteln.
mal? Ja. Achso. Okay. Schmieden sind nur laufen leer, deswegen. Okay. Bin ich etwas ruhiger. Grad. War das nicht mal so, also war das nicht mal so, dass sie irgendwann, dass sie abstürzen können bei gewissen Mengen oder sowas, die so von hinten drin sind? Oder ist das nicht mehr so? Nein. Sie hören ab 20.000 hören sie auf zu schmelzen. Okay. Wenn 20.000 von einem Rohstoff drin sind. Aha. Oder 30.000, weiß nicht. Okay. In sowas. Nein, macht sie nicht. Madel will nur eben mal alles anschmeißen. Das ja, ist so in einem drin dann. Also von daher. Ich kann das halt quasi. Ich verkrafte das ganz schlecht, wenn ich weiß, dass das dann umsonst rennt. Ja, ja, klar. Oh, das klingt noch nah. Ja, Zombie-Volk. Entweder sind sie vorbeigelaufen oder es hat sich einfach schon erledigt. Ich glaube, es hat sich erledigt. Wollten nicht. Schön fände ich es, wenn sie vorbeigelaufen sind, aber nee, ich glaube, es hat sich erledigt. Okay. Die Eisenpiks-Dinger haben geklärt. Upsi. Dann würde ich sagen, Dankeschön. Ich danke dir. Und ja, wie gesagt, eigentlich groß angekündigt, aber die letzte Horde schaffen wir nicht mehr, weil ne, es ist ja jetzt erst Tag 56. Und dann also beim nächsten Mal hoffentlich ganz großes Kino, der Abschluss. Mhm, genau, ja. Und dann für YouTube und für hier jetzt erstmal danke nochmal, Madel. Und Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, die ganzen Quests. Mühselig geschert. So, dann gehe ich jetzt auch mal eben ins Menü und dann werde ich mich mal eben aus dem Stream verabschieden. Und sag auch nochmal hier an dich nochmal Dankeschön. Dankeschön. Und tschüss und bis gleich. Tschüss und bis gleich. It's genau. The final countdown. Dankeschön, Pando, für den Ohrwurm. Vielen Dank. Ja, super. Damit lasse ich dich jetzt mal eben kurz alleine. Bis gleich. Ja, bis gleich. Madel jetzt so. So, ihr Lieben, das war's für heute Nachmittag. Jetzt wird's auch Zeit. Ich habe mega Hunger. Ich muss mal ein bisschen Wasser wegbringen. Ihr wisst das, ne, wie das ist. Heute Abend geht's weiter um 19 Uhr. Dann geht's in Borderlands 3 weiter mit Beo und Pando. Genau, bis später. Bis nachher. Und ich muss erstmal was essen gehen. Und vielleicht schaffe ich ja noch so ein bisschen was. Und sag für jetzt erstmal vielen lieben Dank für die Begleitung und für den wunderbaren Vormittag, frühen Nachmittag, was auch immer. Oh mein Gott, ja! Toll, danke. Prost auf euch. Oh, Mann. Auf euch. Und dann hoffentlich bis nachher. Ansonsten morgen dann 18:30 Uhr wieder
eh so. Und ja, dann sage ich vielen Dank für den wunderbaren Stream, fürs Zuschauen und alles Liebe wünscht euch Lissi. Macht's gut, ihr Lieben. Dankeschön, Theron. Dankeschön, wenn wir haben.